Willkommen bei Friendly Mr. Z und heute habe ich mal wieder einen Vergleich dabei. Noch ist der Tisch leer, aber der wird sich gleich füllen, denn ich habe mir für euch heute die Tomatin French Collection Teil 1 bis 3 ausgesucht. Also eigentlich gibt es 4 Teile, aber Teil 1 bis 3 oder Abfüllung 1 bis 3 ist halt jetzt auf den Markt gekommen und die vierte Abfüllung kommt halt erst im Herbst raus. Ich zeige euch die einmal kurz durch, damit ihr mal seht, wie die so aussehen. Und zwar haben wir hier einmal, wir fangen lieber mit Nummer 1 an, das ist glaube ich besser. So, Nummer 1 sieht so aus, das ist die Mont Basilac Abfüllung oder Finish, ja. Dann habe ich hier die Nummer 2, die Nummer 2 ist Sauternes. Und die Nummer 3 ist die hier, das ist Rivesalt. Ja, was haben die drei besonders? Ich weiß gar nicht, ob man mich hier noch sehen kann. Mal kurz ein bisschen hier an die Seite schieben. So, ja, was ist so besonders daran? Also die sind alle 12 Jahre alt. Man hat auch bei Tomatin 12 Jahre lang daran gebastelt, so ungefähr. Sind alle 2008 destilliert worden, alle im Juli 2017 in ihr Finish-Fass reingekommen. Und sind dann alle am 29.03.2021 abgefüllt worden. Und ja, wie gesagt, da fehlt noch einer dabei und das ist ein Cognac-Finish. Das kommt aber dann erst halt im Herbst, also die Nummer 4. Und dann hat man quasi alle 4 zusammen. Gut, ich habe aber alle 3 organisiert, weil das ein Community-Wunsch war und deswegen habe ich da zugegriffen und habe die einfach als Set bestellt. Und ja, sind auch, oder werdet ihr gleich sehen, die sind halt schon offen, weil ich die schon mit der Community geteilt habe. Aber natürlich darf das Video dazu nicht fehlen. Deswegen, wir fangen jetzt erstmal mit der 1 an. Das heißt, das Gedöne hier kann erstmal noch nach unten. Gut, dann haue ich hier noch ein Gläschen. Dann haben wir hier die Nummer 1. Also, ich finde, die Verpackungen sind schon echt cool, ne? Schon schön edel, aber auch wieder... Naja, fast wabbeliger Karton. Der ist schon etwas verstärkter, aber ihr seht schon, sobald man den aufmacht, ist der halt sehr instabil. Aber nichtsdestotrotz habe ich das organisiert. Ihr seht schon, Flaschen ist nicht mehr so viel drin, aber zum Verkosten hier vor der Kamera und für unsere Zwecke reicht das auf jeden Fall aus. Ja, was gibt es zu Mont Basilac zu sagen? Das ist ein Süßwein, der ist so ähnlich wie Sauternes und das ist ein Verschnitt aus 3 Rebsorten, habe ich nachgelesen. Naja, wie der Name French Collection halt schon sagt, alles französische Geschichten. Ne? Deswegen bin ich halt sehr gespannt darauf, weil ich habe halt schon mal so... hier zum Beispiel Sauternes und Rivesalt, das kennt man ja. Dann habe ich ja schon mal zum Beispiel den Octomore, der war ja Rivesalt. Und Sauternes kennt man ja auch von diversen Distillen. Ich glaube, Glenmorey hat einen. Ich überlege gerade von mir. Ah ja, gab es von St. Kilian auch einen Sauternes? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder war da ein Chardonnay? Ach, ich will jetzt nichts durcheinander hauen. Auf jeden Fall gibt es auch noch andere Distillen, die in Sauternes-Fässern finishen. Preislich lag jetzt jede Flasche zwischen 75 und 80 Euro, also für das ganze Set hat man halt 240 Euro hingeblättert und ja, die haben alle 46%. Ich habe gar nicht geguckt, ob die gefärbt oder kühl gefiltert waren, aber das steht nirgendwo mit drauf. Deswegen gehe ich mal davon aus, wird das nicht so sein. Also hier steht zumindest nichts drauf. Ich gucke noch mal eben kurz auf den Karton, wir wollen ja hier keinen Quatsch erzählen. Steht tatsächlich nicht drauf. Ah doch, vorne steht es drauf. Nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Alles klar, dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach hier mit dem Mont Basilac oder Mont Basilac an. Ich muss schon mal sagen, ich habe die ja schon mal abgefüllt für die Community und da habe ich halt schon festgestellt, dass die alle, also was heißt alle, aber durch die Bank war halt ein sehr, sehr leckerer Geruch im Raum. Das muss ich schon mal sagen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was ich hier so in der Nase habe. Also wir fangen mit Nummer 1 an. Nase rein, los geht's, würde ich sagen. Gut, ich muss schon mal unterbrechen. Ich finde, der ist ein bisschen alkoholisch in der Nase. Ich schenke mir jetzt die anderen auch schon mal ein.
Lasse ich aber noch auf dem Boden stehen, hole ich dann gleich nach und nach dazu. Aber ich merke jetzt schon, die brauchen wahrscheinlich alle noch ein bisschen Luft am Anfang. Dann haben wir die wenigstens schon mal im Glas. Ist, glaube ich, die bessere Alternative, als jetzt nachher enttäuscht zu sein, weil dann irgendwie die Abfüllungen zu sprittig sind oder das nicht passt oder sonst irgendwas. Deswegen gleiches Recht für alle, holen wir die halt schon mal vorher raus. So, den hier auch nochmal rein. So, haben wir das auch erledigt. Ich muss auch noch dazu sagen, ich wollte auch jetzt unbedingt diesen Vergleich noch drehen, bevor nämlich die richtig heißen Tage ankommen. Ich habe schon ein bisschen für den Kanal vorproduziert, ein paar Videos habe ich schon gedreht, aber ich wollte halt diesen Vergleich halt hier noch machen, weil mich diese Nase beim Einschenken halt schon so abgeholt hat, weil es so lecker gerochen hat. Deswegen habe ich gedacht, nee, die musst du noch machen. Aber wenn es halt so richtig heiß ist, über 30 Grad, bist du da, hast du auch nicht so richtig Bock auf Whisky. Da willst du irgendwie was Kühles trinken und so. Und dann ist halt so Videos drehen auch jetzt nicht so das Geilste. Muss man einfach so sagen. Deswegen nochmal, bevor richtige Hitzewelle kommt, machen wir hier nochmal richtig einen auf, würde ich sagen. Ja, also ein bisschen Luft ist jetzt auf jeden Fall besser. Jetzt habe ich das nicht mehr. Also ein bisschen Stechen in der Nase ist auf jeden Fall fast komplett weg. Also der hat so eine echt süße Zimt-Apfel-Gemischnote, ja? Als wenn du so einen roten Apfel, kennt ihr diese, wie heißen die, Red Chief Äpfel? Die sind richtig feuerrot und sehen halt, also sind halt schon echt große Äpfel. Und jetzt stell dir vor, du nimmst diesen Red Chief Apfel und hackst den ein bisschen klein und packst da irgendwie Zimt drüber. Vielleicht noch ein bisschen so ein Kaffeesirup, so ein Karamellsirup, also sehr, sehr süß, sehr apfellastig, sehr zimtig. Und ein bisschen meldet sich auch das Holz, muss man sagen. Also der gefällt mir schon mal sehr gut von der Nase her. Also auch die Fruchtnote, also dieses Apfelige, das hat auch so ein bisschen was von, wenn du Äpfel, also wenn man Pfannkuchen macht, dann schneidet man ja auch so Äpfel, ne? Und also ich mache das zumindest für Apfelpfannkuchen. Und dann, wenn du die schälst, ne, und du machst diese Schale so ab, hast du ja diesen so einen leicht herben, spritzigen Geruch von der Schale, ne, wenn du den Apfel schälst. Und ich finde, das trifft es hier noch besser. Weil der bringt noch so eine leicht herbe Note mit. Und ich kann die echt gerade schwer deuten, was das sein könnte. Aber wie gesagt, ist also sehr süß sirupartig schon bald. Naja gut, ich würde sagen, wir holen mal den nächsten ran. Als zweiten holen wir Nummer 2 raus. Nummer 2, kurz gucken. Nummer 2 haben wir hier. So, Nummer 2 ist der Sautern. Den stellen wir mal jetzt dahin, den haben wir jetzt hier stehen, perfekt. So, mal vorne nochmal am Arm riechen, damit wir uns ein bisschen neu kalibrieren können. Oh, der hat was anderes. Der riecht nicht ganz so süß und so fruchtig, der hat auch eine Fruchtnote, aber die riecht ein bisschen wie diese diese Gummibärchen, nicht Apfelringe, Pfirsichringe gibt es davon auch, wenn diese süß-sauren Pfirsichringe. Ne? Also es gibt ja diese Pfirsiche, also auch als Gummibärchen so quasi, aber es gibt auch diese Pfirsichringe, wo unten so weiß, die sind unten weiß und oben halt, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall so riecht das. Und der hat noch so ein bisschen Honig mit dabei und so eine Säure irgendwie.
Vor allen Dingen hier kriege ich gar kein Holz, ne? Also da hatte ich ja so eine leichte Holznote hinten raus, hier überhaupt nicht. Also man muss natürlich jetzt bei Sauternes noch sagen, Sauternes ist halt so ein edel süßer Weißwein. Weißwein-Finish ist jetzt nicht für jeden was, ne? Also ich finde, also farblich tun die sich jetzt nicht so viel, die sind sehr ähnlich von der Farbe her. Ist halt so ein edel süßer Weißwein und wie gesagt, also das ist jetzt nicht so für jeden das Richtige, ne? Diese Finishes. Also da muss man schon Bock drauf haben. Ist aber auch halt fast gelagert, ne? Also das ist ein fast gelagerter Weißwein. Ja. Also mir haben die bisherigen Sauternes-Finishes eigentlich immer gut geschmeckt, die ich so probiert habe. Die hatten aber halt immer diesen leichten Säuremoment. Vielleicht liegt es da wirklich an den Fässern oder an der Vorbelegung. Ich weiß es halt nicht, aber das habe ich jetzt halt hier auch. Aber diese Pfirsichringe-Note, die ist echt geil. Deswegen habe ich auch gesagt, wahrscheinlich, es gibt die Apfelringe, sind ja eigentlich so eher säuerlich. Nimm die Säure von den Apfelringen und pack die auf die Pfirsichringe und dann hast du diese Kombi. Und dann wirklich so eine schöne Honignase noch dabei. Aber so ein flüssiger Honig aus so einer Quetschflasche, nichts Hochwertiges. Einfach so, was du morgens, sonntags zum Frühstück mal essen kannst, ne? Aber trotzdem noch mal mit dem hier vergleichen. Oh, jetzt wird es hier interessanter noch. Jetzt riecht er so wie ein bisschen wie Ahornsirup. So Ahornsirup, da gibt es noch was anderes. Das hat noch so eine leichte Röstnote. Als wenn ich so ein paar Pancakes gemacht habe, kommt ja Ahornsirup drüber. Also nicht bei jedem. Ich esse das auch gerne mit Rübenkraut zum Beispiel. Aber das musst du dir jetzt vorstellen, die sind etwas dunkler gebacken und dann kommt so dieses Ahornsirup darüber und die sind noch warm und dann dampft das so ein bisschen ab. Das ist so die Note. Aber Apfelzimt ist immer noch da. Nicht mehr so dominant, aber das ist schon echt krass gerade. Heftig. Also hier bei dem Sautern ist echt so eine Säurenote mit bei. Die ist schon gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Dann holen wir doch jetzt mal den Reversalt raus. Das lassen wir mal da stehen. Dann holen wir den mal hier raus. So. Das ist dann die Nummer 3. Mensch, ey, der Tisch ist viel zu klein eigentlich für drei Flaschen. Wenn ich jetzt noch die Kartons hier hinstellen würde, hätte ich gar keinen Platz mehr. Naja. Hauptsache, ihr könnt sehen, wo hier was drin ist. Oder schauen so, damit ihr auch noch ein bisschen gucken könnt. So, Hauptsache man sieht mich noch. So, jetzt gucken wir mal den dritten ist der Revesalt. Das ist ein süßer, aufgespritteter Dessertwein. Wie gesagt, hatte ich schon mal bei der Oktomor-Reifung vom Brühler Whiskyhaus. Das fand ich schon ziemlich lecker. Das war einer meiner Favoriten schon dieses Jahr. Also, wer das Video noch nicht gesehen hat, könnt ihr mal auf meinem Kanal nachgucken. Da habe ich das hochgeladen. Ich lade ja sonst nicht so gerne A Dream of Scotland Abfüllung hoch, eben weil die in einer Stunde vergriffen sind. Und bis ich das Video mache, sind 2 Wochen vergangen und dann kriegst du die halt nicht mehr. Und was bringt es euch dann, wenn ich da wirklich eine Abfüllung dann im Video zeige und es keine Chance mehr, die zu bekommen? Ne? Also, wenn die wirklich so krass limitiert waren. Ne? Ab und zu kann man das halt machen, aber ich würde es jetzt halt nicht dauerhaft machen. Nur, dass ihr ja einfach schon mal so wisst, so die Richtung, die ich da immer einschlage. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier auf den Tomaten-Revesalt und schauen mal, was wir da in der Nase haben. Also hier würde ich, wenn ich es nicht anders wüsste, erstmal auf Sherry tippen. Also farblich ist der minimal dunkler als die anderen beiden, aber der hat schon so eine Sherry-Note, weil der ist so süß-nussig. Der hat halt so richtig was von so gerösteten Nüssen und hat da richtig eine krasse Süße noch mit bei. Und halt so eine also wirklich leicht dezent herbe Note in der Nase, sodass du sagen würdest, vielleicht sind das so geröstete Haselnüsse und davon halt ist überall noch die Haut dran. Ne? Also man kann ja die Haut abmachen, aber die Haut ist ja vielleicht noch mit dabei und die isst du dann quasi mit oder da riechst du halt quasi dran. Aber auch hier habe ich wieder so eine leichte Honignote mit dabei.
aber auch wieder wirklich sehr, sehr süß. Also jemand, der, weiß ich nicht, auf süßen Whisky nicht so mag, schon beim Geruch, der ist hier vielleicht nicht so gut aufgehoben, ne? Aber ich muss schon sagen, also ich habe jetzt hier nirgendwo eine richtig krasse ja, Alkoholnase gehabt, das wirklich gestochen hat oder sich unangenehm fand. Die brauchen alle ein bisschen Luft, ne? Ihr habt jetzt gesehen, so 15 Minuten, so Pi mal Daumen reicht schon mal aus. Dann ist das erste verflogen und dann kann man da echt gut Aromen rausriechen. Aber ich muss schon mal sagen, also so sonderlich krass komplex sind die jetzt nicht, ne? Aber machen schon Spaß. Also vom Nosing her sind die alle drei relativ unterschiedlich, ne? Aber alle drei sind süß. Also riechen sehr süß. Ich würde hier auch noch fast sagen, der hat noch so eine leichte Mentholnote, weil man kann einfach, wenn du daran riechst, kannst du besser durchatmen in der Nase. Ist so ein Vic Blau Fisherman's Friend-Effekt irgendwie. Ne? Also wenn du die halt auch, wenn du so ein Fisherman's Friend-Bonbon im Mund hast, kannst du ja auch, ist die Nase ja komplett frei, egal ob du Schnupfen hast oder keine Ahnung, Allergie oder sonst irgendwas, da kann man immer gut durchatmen. Und so ist das hier auch, wenn du hier dran riechst. So, jetzt zum Vergleich nochmal den Sauternes. Also wenn ich vom Riversalt auf das Sauternes gehe, kriegt der so eine muffige Note. Und die passt nicht zu dem, was ich vorhin hatte. Baut ein bisschen ab in der Nase. Und dann gucken wir mal hier den noch, den Montbazillac oder Montbazillac, egal. Also ich lerne es noch. 6 Jahre Schulfranzösisch, wird nicht besser. Wow, der entwickelt sich. Also, was ich vorhin noch als Ahornsirup hatte, würde ich jetzt schon so in Richtung Vollmilchschokolade tippen. Aber immer noch hinten ein bisschen Apfelzimt, ne? Okay, der macht mir von der Nase her ist die 1 vorne, die 3 auf Platz 2 und der Sautern auf Platz 3. Aber das kann sich ja gleich noch ändern. Wir gehen jetzt erstmal in der Reihenfolge hier. Mal ein bisschen hier schieben. Ihr wollt ja alle noch was sehen. Wir verkosten das mal jetzt so in der Reihenfolge. Mal schauen, wie dann so wird. Interessant ist noch zu sagen, der Montbazillac ist am 25.04.2008 destilliert worden. Und die beiden Kollegen hier sind beide am 19.09.2008 destilliert worden. Ne? Also nur ein bisschen, der war ein bisschen länger halt im Fass, ne? Hat ein bisschen mehr Reifung bekommen als die beiden. Aber gut, ich glaube nicht, dass jetzt die paar Monate so viel ausgemacht haben. Aber na egal. Ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal und starten mit der Nummer 1, dem Montbazillac, ne? Oder Montbazillac. Irgendwann kriege ich ihn raus. Slanja. Also, dass das mal ein Weinfinish war, okay, schmeckt man sofort. Der ist süß und hat richtig viel Schokolade. Der schmeckt für mich ein bisschen wie, gibt's Toblerone mit Bitterschokolade, also mit Zartbitterschokolade? Wenn es das gibt, dann ist es der Geschmack. Das ist wirklich so eine leckere Schokoladennote, so eine leicht herbe Schokoladennote. Mit richtig viel Honigaroma dabei. Also wirklich, da sind Nüsse bei, geröstete Nüsse. Das ist für mich Original Toblerone mit dunkler oder zartbitter Schokolade. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber wenn es das gibt, dann schmeckt das so. Wirklich krass. Also der Geschmack ist schon mal sehr, sehr cool. Das ist wirklich wie dieses Toblerone. Probier nochmal einen Schluck. Beim zweiten Schluck kriegt ihr noch so eine leichte Säure und dann schwenkt dazu über in dieses Apfel-Zimt-Ding. Aber jetzt habe ich nicht mehr diesen roten Apfel, wo ich den Zimt drauf gestreut habe oder wo ich dachte, ich mache gerade die Schale ab, sondern es ist eher so dieser grüne Apfel.
grüner Apfel, wenn du gerade reingebissen hast, in Kombi mit dieser dunklen Schokolade und dem Toblerone-Geschmack, ja, und dem Honig, geile Kombi. Und vor allen Dingen auch im Abgang, ne? Der Abgang ist so, ja, okay, so mittelmäßig, würde ich sagen. Aber dieser Honig-Schokoladengeschmack, der hält echt lang an. Also, also der bleibt jetzt auch, ne? Also den kriege ich die ganze Zeit mit. Die 46% sind meiner Meinung nach ideal dafür. Also ich kann nicht sagen, dass das zu wenig ist oder zu viel ist. Also für mich ist das jetzt gerade in dem Moment genau richtig. 46% passt für mich genau gut zu diesem Whisky. Sehr schön. So, ich muss jetzt mal einen Schluck zwischendurch probieren, weil ich will jetzt den Sautern probieren. Bin ich echt gespannt drauf, wie der ist. Also der Mont Marsillac ist schon mal sehr toll. Gefällt mir echt gut. Bin jetzt auf die 2 gespannt. Dann schauen wir mal, wie der Sautern so im Glas ist. Slanja. Der ist anders. Sehr anders sogar. Nicht Thomas anders, aber anders. Der bringt eine gehörige Schärfe mit. Vor allen Dingen, der schiebt auch ordentlich und der wärmt ganz schön. Also, das ist wirklich eine volle Ladung Ingwer, die ich gerade habe. Echt, das ist wirklich Ingwer pur. Du isst ein Stück Ingwer. Du hast auch wieder so eine süße Note, aber der Mont Marsillac war wesentlich süßer als der jetzt, aber hier hast du auch wieder so eine Honignote. Aber wirklich, also meine ganze Zunge, Gaumen, Rachen, alles hat so eine leichte Schärfe, wie als wenn du Ingwer pur gegessen hättest, ne? Du nimmst einfach Ingwer und isst den pur. Das ist so dieser Eindruck, den ich davon habe. Wie gesagt, ein bisschen Honig hat er noch dabei, aber ist auch so ein bisschen unrund. Also ich finde. Also der war wirklich so perfekt eigentlich, ne? Der war echt ausgewogen, der war, ja, der hatte ein bisschen Komplexität, da hat der Alkohol gepasst. Hier ist so, das ist eher so der stürmische Kandidat. Also das ist der für die Leute, die auf Ecken und Kanten stehen. Der ist nicht, ja, der ist nicht gefällig, sagen wir mal so. Also der hat Ecken und Kanten, der ist eher rund, der ist süffig, ne? Und der ist eher so, ja, hallo, hier bin ich so auf die Art, ne? Also jetzt guck mal, wie du mit mir klarkommst. Aber diese Ingwer-Schärfe ist schon echt krass, finde ich. Und die habe ich immer noch. Es ist immer noch so ein leichtes Brennen überall. Das ist schon echt interessant, was das für einen Einfluss hat. Aber geschmacklich kam da jetzt nicht mehr so viel, würde ich sagen. War wirklich jetzt hauptsächlich der Honig, diese Schärfe. Und die Schärfe ist echt krass, also weil die überlagert auch echt viel. Ich probiere nochmal einen Schluck. Okay, also ich habe jetzt wieder diese Schärfe, aber ich kriege auch hinten raus so eine leichte Bitterkeit. Ne, so eine leicht bittere Note wie Apfelkerne. Hast schon mal auf einen Apfelkern gebissen? Also so wirklich so ein. Man kann ja auch so. Es gibt ja Leute, die essen die Apfelkitsche ja komplett auf. Ne? Aber wenn du da auf die Kerne beißt, dann hast du auch so eine leichte Bitterkeit und die ist hier mit drin, auch geschmacklich. Ne? Also. Der war von der Nase her nicht mehr Favorit und ich glaube, der wird auch geschmacklich nicht mehr Favorit. Also da war der für mich deutlich besser, aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich auf Whiskys stehe, die ja relativ rund sind, ne? Sorry, ich bin an den Tisch gekommen, deswegen hat es gerade ein bisschen gerappelt. Ich hoffe, ihr habt es überlebt. Gut, jetzt probieren wir hier den dritten im Bunde, den Reveselt. Mal schauen, wie der so ist. Oh ja, Nase ist echt toll jetzt gerade, muss ich echt sagen. Naja, wir probieren jetzt einfach mal Slanger.
Der hat auch so eine. Auch so eine. Also, nee, das ist kein Ingwer diesmal. Das ist was anderes. Das ist so eher pfeffrig. Und der bringt auch so eine leichte Bitterkeit mit. Aber die ist anders. Die Bitterkeit. Also, du trinkst den und dann hast du erst halt diese. Ja, wirklich diese leichte Schärfe, die kommt. Also, man muss wirklich sagen, die sind alle drei süß, ne? Also, dat, ich weiß nicht, ob ich das nochmal deutlich gemacht habe. Das sind richtig süße Whiskys, die aber nach dem ersten Probieren ändern die sich sehr stark, finde ich. Der hier zum Beispiel jetzt, der Reversal, ist auch nicht rund. Das ist auch eher so was, ich habe Ecken und habe Kanten, ich begrüße dich, hallo, halt mich durch oder so, ja. So in die Richtung würde ich schon fast behaupten. Der hat auch wie, also diese herben Noten, auch Abgang, ne? Also der Abgang ist echt angenehm, aber der hat auch halt so eine leichte Bitterkeit, ne? Ich überlege die ganze Zeit, woher diese Bitterkeit nochmal kommen könnte. Aber weiß ich nicht, vielleicht sind es die Fässer, ich kann das nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ja, sehr malzig süß, so schon in die Richtung. Aber halt auch diese herbe, bittere Note, wie auch wieder wie von den Apfelkernen. Also die beiden, da tut sich nicht viel. Die sind sehr ähnlich, finde ich. Nur, dass der halt hier diese bittere Note anders verpackt hat. Also die ist halt so runder, besser verpackt. Die schmeckt halt lecker. Ne? Also hier finde ich die bittere Note nicht so lecker, aber hier ist die lecker. Ja, ich bin manchmal komisch, was das angeht. Aber seitdem ich den Quimago 8 probiert habe, der von so vielen Leuten so gelobt wurde, kann ich das leider, muss ich leider immer wieder sagen, Quimago war mir einfach zu bitter. Ne? Aber ich weiß es halt nicht. Ich bin halt echt immer empfindlich. Wenn der Whisky zu bitter ist, dann ist das halt nicht so mein Ding. Ne? Egal, ich probiere nochmal einen Schluck. Also auf dem zweiten Schluck könnte es auch sein, ich nehme die Haselnüsse, die ich geröstet habe, sammle die ganzen Häutchen davon ein und esse die dann. Da könnte diese leicht herbe Note halt herkommen. Also es hat auf jeden Fall so was Nussiges, Herbes mit einer Ladung süß gepaart. Das ist echt eine abgedrehte Kombi. Das ist echt schwer zu also schwer zu beschreiben bei dem. Aber ich würde hier auch sagen, ich bin Nase wie Geschmack, ja, gleich. Also der würde bei mir geschmacklich auf der 1 sein, auf der 2 und der Sauternes auf der 3. Ja, da lege ich mich mal fest drauf. Also insgesamt finde ich diese Idee von dieser, wir nehmen hier nochmal einen für lecker jetzt, insgesamt finde ich die Idee von dieser French Collection total cool. Preislich, ja, ob man jetzt 80 € oder 75 € dafür bezahlen will, weiß ich nicht. Wenn ihr euch einen kaufen wollt für zu Hause, kann ich nur den empfehlen. Also ich glaube, die sind ja auch, oder die sind ja auch limitiert. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen, das steht irgendwie nirgendwo, habe ich nirgendwo gefunden. Aber ich glaube, wenn ihr einen mal für lecker haben willst, den man gemütlich trinken kann und was mal eine andere oder ein anderes Fassfinish ist als das, was man kennt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Mont Basilac habe ich noch nie gehört als Fassfinish. Also kann ich nichts mit anfangen. Ne? Ist das, glaube ich, eine coole Alternative. Dieses flüssige Toblerone-Zeug ist mega geil und ich probiere jetzt einfach nochmal einen Schluck. Ja, das ist definitiv mein Favorit. Also von den Abfüllungen hier kriegt der 5 Daumen hoch, der kriegt 4 Daumen hoch und das hier ist noch eine solide 3. Ne? Also 5, 4, 3, 1, 2, 3 sind die, ne, 1, 2, 3 sind die Platzierungen. Der ist auf jeden Fall am besten. Den würde ich mir wirklich bedenkenlos nochmal kaufen. Den finde ich echt lecker.
Ja, wie gesagt, preislich, also man muss sich nicht die ganze Collection kaufen. Wie gesagt, ich weiß halt aus meiner Community, da sind halt viele Sets unterwegs. Schreibt doch einfach mal, wie ihr den fandet. Also sofern ihr die Samples schon probiert habt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn ihr generell schon mal diese Abfüllung hier probiert habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, wie ihr die so fandet. Ansonsten, wie gesagt, Kaufempfehlung, Mombasiak. Die anderen beiden, okay, kann man holen, muss man aber nicht. Man muss sich nicht dringend das Set holen. Drei Samples reichen auch erstmal zum Probieren. Aber wenn ihr eine Kaufempfehlung wollt, dann kauft euch den. Ja, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier heute gesehen habt, das war mal wieder ein Vergleich, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber ich finde, das musste mal wieder sein. Dann liked doch gerne das Video, abonniert meinen Kanal, Mission 1000. Leute, wir sind schon über 800 und ich freue mich da tierisch drüber und ich freue mich, wenn wir bald zusammen die 1000 Abonnenten erreichen. Ich freue mich da wirklich sehr drauf und ich sage euch jetzt schon mal an, dann haue ich auch einen raus. Und dann haue ich richtig einen raus. Und ihr wisst, was das heißt. Also, ihr könnt schon mal gespannt sein. Gut, vielen Dank an meine Community, dass ihr das immer alles so mitmacht und dass ihr auch diese geilen Vorschläge immer habt. Ne? Absolut mega. Ihr findet mich bei Facebook, bei Instagram, wie gesagt, WhatsApp-Community-Gruppe. Kommt da gerne mit rein. Da sind viele andere begeisterte Whisky-Begeisterte und Whisky-Verrückte auch zu finden. Wir tauschen uns zu allen möglichen Themen rund um Whisky aus und ja, da planen wir dann zum Beispiel auch unsere Community-Tastings. Also, wenn ihr an sowas auch teilnehmen wollt, kommt einfach mit dazu. Ich freue mich sehr, schreibt mich an. Ich lade euch dazu gerne ein. Ja, ansonsten bleibt jetzt noch eins zu sagen. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.